Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu den News. Und zwar legen wir los mit dem großen Bruder unserer Spiele, und zwar Escape from Tarkov. Es geht los, die deutsche Turnierfahrt startet mit Skull. Wir zeigen euch was, wo, wie und wann, wie ihr dahin kommt. Escape from Tarkov legt wieder los. Dann haben wir The Cycle Frontier. Das deutsche Entwicklerteam Jager Development lädt ein in Köln bei einem Meet and Greet. Wir zeigen euch, wo ihr den Entwickler treffen könnt und was es da zu sehen geben wird. Dann eine kurze Zusammenfassung der Marauders Beta, auch sehr interessant. Die war sehr, sehr, sehr erfolgreich. Jetzt wird es nochmal interessanter, würde ich fast schon sagen, weil jetzt kommt Midnight Society, das ganz, ganz neue Studio von Dr. Disrespect. Und sie haben ihr Spiel revealed, und zwar Dead Drop heißt es. Und es ist ein Extraction Shooter. Also auch Midnight Society, auch Dr. Disrespect, steigt jetzt in dem Genre ein. Sehr, sehr krass. Und wir legen noch einen drauf. Call of Duty ebenfalls mit dem DMZ-Modus dabei. Ein Extraction-Shooter. Unglaublich, da wird mega viel an Ressourcen investiert. Das scheint was Größeres zu werden. Wir gucken uns das an. Mein Name ist Erik und ich wünsche euch viel Spaß mit den News. Der erste Punkt der News: ist mir eine besondere Ehre, euch das Turnier vorstellen zu dürfen von Skui. Es geht los. Am 8.8. Montag, der 8.8. um 18 Uhr geht es wieder los in die Turnierreihe. Und zwar haben wir 4 Achtelfinalspiele, und zwar jeden Tag. Am Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag um 18 Uhr jeweils 2 Spiele. 18 Uhr, 19 Uhr findet jeweils ein Clash statt. Und zwar ist es so, dass hier 2 Streamer gegeneinander antreten aus der deutschen Tarkov-Community-Szene. Und der bessere von diesen beiden gewinnt. Wie wird das Ganze realisiert? Durch den Custom-Modus in Escape from Tarkov, der neu dazugekommen ist im aktuellen Patch. Kann man solche Turniere realisieren, 1 gegen 1? Das heißt, es ist praktisch ein Deathmatch. Einer überlebt, einer stirbt und der nächste, der Gewinner kommt in die nächste Runde. Mega cooles Konzept, ganz simpel, ganz einfach, genial. Also Skui hat es wieder gerissen, mega cool. Die Sieger gehen dann ins Viertelfinale. Und zwar ist das Ganze dann am Freitag. Das Halbfinale am Samstag. Und das Finale selbst bekommt dann nochmal einen extra Termin am 14.8. am Sonntag. Um 17.45 Uhr dann treten sozusagen die beiden Sieger, die sich durch das Ganze, durch den ganzen Turnierbaum gestängelt haben, dann gegenüber. Also sehr, 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 sehr spannend. Sehr, sehr cool. Interessant, dass Tarkov jetzt zu dieser Phase schon loslegen kann damit. Wir sind relativ früh noch in Vibe, aber die Spieler sind wahnsinnig schnell vorangekommen. Nicht zuletzt durch die ganzen Dailies, Weeklies. Also scheint ein Vibe zu sein, der sehr, sehr, sehr schnell den Progress begünstigt hat. Ich freue mich mega auf das Turnier und kann es nur absolut empfehlen. Lass uns mal in den Turnierbaum reinschauen. Here we go, und zwar wurde das hier zufällig ausgelost, und zwar haben wir ganz oben Vasili gegen Smeal. Danach haben wir gut besser Tessa gegen Trubi. Die beiden spielen dann am Montag um 18 Uhr und um 19 Uhr gegeneinander. Dann haben wir Sir Hans Vader gegen Quadix und Acid Fired gegen Generic am Dienstag. Dann BVB Power gegen Syntora und Pixelfee gegen Irokesen Igor am Mittwoch. Und die Jazz versus Splinty. Sowie Tony Nord gegen X-Ryan am Donnerstag. Sehr, sehr spannend. Zieht es euch rein. Ich verlinke euch natürlich den Stream, wo ihr das Ganze gucken könnt. Und diese News hier unten in der Beschreibung und in den Kommentaren. Also wer Lust hat, einfach draufklicken und genießen. Das nächste Thema ist jetzt Cycle Frontier. Und zwar ist es so, dass Jager Development das Entwicklerstudio aus Berlin eingeladen hat zu einem Meet and Greet. Und zwar geht es nach Köln. Die Gamescom findet in dieser Woche statt, also in der Woche vom 24. August. Und am 24. August selbst, das ist ein Mittwoch, lädt Jager ein in die E-Sport-Kneipe in Köln. Da gibt es eine E-Sport-Kneipe, da treffen sich Leute zum Zocken, da sind Konsolen aufgebaut. Das ist halt so ein Café sozusagen, oder so eine Kneipe, muss man eigentlich sagen, was wirklich so im E-Sport-Style aufgebaut wurde. Und ja, viele, viele Sachen versuchen halt das Klischee eines Zockers zu bedienen. Und idealer Ort für Jager Development zu sagen, so, wir machen da mal ein Meeting. Das heißt, wir haben an dem Tag eine geschlossene Gesellschaft. Ihr müsst über diese Seite hier Karten vorab bestellen. Und wenn ihr Glück habt und eine Karte ergattert, könnt ihr am Mittwochabend, ich glaube, es geht 19 Uhr oder 20 Uhr los, 20 Uhr steht hier, könnt ihr dann in diese Lokalität rein. Hier trefft ihr die Entwickler. Es wird gebeten, auf Englisch zu sprechen. Auch wenn das Studio aus Deutschland ist, ist es natürlich so, dass viele internationale Entwickler da sind. Also bitte bringt eure Englischkenntnisse bis dahin nochmal ein bisschen auf Vordermann, dass ihr auch die Basic-Fragen zumindest stellen könnt. Also ich glaube, jeder von uns hat mega viele Fragen, die sie loswerden wollen. Damit die Fragen leichter zu stellen sind, gibt es natürlich Getränke und Essen komplett umsonst. Also ihr könnt viel Alkohol, viel Wasser, also viel Cola, wie auch immer. Ihr könnt euch da auf jeden Fall gut was gönnen an Getränken. Ihr könnt schön essen, ihr könnt an den Konsolen spielen. Aber zu guter Letzt gibt es auch noch ein Sneak Preview. Mega geil.
Das heißt, Jaga bringt ein paar Neuigkeiten mit. Also wir werden da eventuell Sneak Previews sehen von den neuen Maps, ein bisschen Gameplay, vielleicht sogar selber zocken können. Also sehr, sehr spannend. Das wird sehr interessant. Und was es noch geben wird, sind T-Shirts. Haben sie geleakt? Also es gibt spezielle Cycle-T-Shirts nur da zu bekommen. Und auf der Gamescom vielleicht noch auch noch. Ja, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall auf diesem Meet and Greet. Und ja, das wird auf jeden Fall eine schöne Sache. Bin sehr, sehr gespannt drauf. Also 24. August in Köln. Cycle und vielleicht zu Cycle selbst. Wir sind momentan im Ende des zweiten Monats. Also so wie Tarkov jetzt am Anfang des Vibes ist. Cycle frontiert tatsächlich schon am Ende. Und einen Monat noch und es kommt in Cycle der Vibe. Also eine relativ spannende Phase. Wir werden sehen, was sie zu Season 2 an den Start bringen werden. Dann haben wir die Marauders Beta. Sie ist abgeschlossen worden am 26. Juli. Wir haben die 5 Tage Beta komplett genutzt und Marauders gezockt. Ich wollte mir sehr intensives Bild machen von diesem Spiel. Und ja, ich habe eindeutig, es hat mega Potenzial, es macht Spaß. Das Setting finde ich fantastisch. Holy Macaroni. Was das Gameplay und so weiter angeht, hinkt es noch meiner Meinung nach hinter Cycle und Escape from Tarkov. Aber es ist wie gesagt wird eine Beta genannt, es ist eigentlich so eine Art Alpha. Wenn das Spiel Ende dieses Jahres, also Ende 2022 released wird, geht es in Early Access und danach werden wir noch viel, viel Zeit haben, um das Spiel weiterentwickelt zu sehen, bis es dann mal irgendwann released wird. Das heißt, wir sind wirklich noch in einer sehr, sehr frühen Phase des Spiels. Nichtsdestotrotz war es sehr erfolgreich. Viele, viele Leute haben es gestreamt, viele haben es gespielt, sie haben gut Werbung gemacht für das Spiel, Leute haben Spaß gehabt dran. Obwohl das Spiel Geld gekostet hat, also man musste 30 Euro bezahlen, um Zugang zu bekommen zu dieser Beta, das haben anscheinend viele bezahlt. Schon krass eigentlich dafür, dass wir eigentlich nicht so viel Content haben. Scheint es sehr, sehr beliebt zu sein. Momentan wird ja sowieso sehr viel über dieses Genre gesprochen. Wie beliebt das ist, wie toll das alles funktioniert. Ist unglaublich, nachdem wir jahrelang nur Escape from Tarkov hatten, wie viele Leute jetzt auf diesen Zug aufspringen. Es ist krass, aber es ist auch erfrischend und schön. Auch wenn einige Leute vielleicht Angst haben, ja, jetzt Escape from Tarkov kommt ins Wanken. Wird nie ins Wanken kommen, Leute. Escape from Tarkov ist der Klassenprimus, da wird nie was passieren. Macht euch da keine Sorgen. Aber wir werden viele weitere neue Spiele sehen und viele weitere neue Spieler kriegen in diesem Genre und das ist wirklich sehr, sehr spannend. Wir sehen hier so ein bisschen die Ergebnisse, ein paar Zusammenfassungen. Es wurden 420.000 Wasserflaschen gelootet, 191.000 Kekse, 255.000 Schokoladenriegel. Ich habe auch viele Schokoladenriegel geholt, also das war auch wirklich wichtig, weil man konnte damit wirklich die Schokoladenriegel gut als Heilmittelersatz nehmen. Essen, Bandagen wurden am meisten gecraftet, was ein bisschen komisch ist. Ich habe in der ersten Beta, auch so in der Alpha, viele Bandagen gecraftet, aber jetzt in der Beta eigentlich nur gegessen, also primär gegessen. Fand ich persönlich nochmal ein bisschen effektiver, aber viele, viele Bandagen, 206.000, 139.000 Lockpicks, absolut legit, man sollte 1-2 Lockpicks jede Runde mitgenommen haben. Und Lightbags, wenn man endlich die Rucksäcke freischalten konnte, ich weiß noch, in der ersten Beta habe ich Tage gebraucht, hier in der Close Beta 6 Stunden, glaube ich, und das war wahrscheinlich noch relativ lange, und da hatte ich meine ersten Taschen craftbar. Also man merkt doch, wie man schneller wird, wenn man das 1-2 Mal gespielt hat. 101.000 Taschen, das ist eigentlich so das Wichtigste gewesen, dass man diese Taschen hinkriegt. 101.000 Taschen wurden gecraftet, ziemlich krass. 375.000 Keycards wurden gelootet. Über 2 Millionen Spiele wurden gespielt. Über 2 Millionen in den 5 Tagen. Und pro Raid gab es einen Durchschnitt von 4 Kills. 39% der ganzen Spiele, der 2 Millionen Spiele, wurden als Solo-Spieler bestritten. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist keine besonders ausfallende Zahl. Das ist in allen Shootern so. Aber es ist einem nie so bewusst, wie viele Solo-Spieler eigentlich in den Spielen unterwegs sind. Also 39% der Runden wurden als Solo-Spieler bestritten. Und 61% der Runden natürlich im Team. Dann haben wir das Studio von Dr. Disrespect. Die Midnight Society wurde letztes Jahr gegründet. Und es gab einen riesen Aufschrei, als es hieß, oh mein Gott, es geht um NFTs. Und zwar ist es so, dass sie 10.000 Tickets rausgegeben haben. Sie haben 7 Tage lang den Leuten Möglichkeit gegeben, ein Ticket zu ergattern. Viele haben es gar nicht mitbekommen. Diese 7 Tage waren sehr kurz gefasst. Trotzdem haben sich 500.000, also 500.000 Leute, um so ein Ticket beworben. Man musste 50 Euro zahlen, um ein Ticket zu bekommen und war damit Founder. Man konnte also zukünftig in Alphas, Betas und so weiter teilnehmen. Aber das Ganze geht noch viel weiter. Und zwar hat das Team folgende Vision. Sie möchten sozusagen das Spiel entwickeln mit diesen Founders. Das ist zumindest die Grundidee. Deswegen gibt es auch ganz, 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 ganz early Access. Nicht mal ein Alpha, das ist Pre-Alpha. Sie nennen es Snapshots.
Und zwar haben sie den ersten Snapshot rausgehauen. Ich selber kann das auch runterladen, ich bin auch Founder. Und zwar kann man da die Lobby spielen. Das ist eine ganz, ganz frühe Version von dem Game. Und die Idee ist halt, dass wir jetzt schon Feedback geben, dass wir jetzt schon sagen, was wir gut finden, was wir schlecht finden, was die Ideen sein könnten. Und dann folgt alle 6 Wochen ein weiterer Snapshot. Das heißt, die Entwickler hauen alle 6 Wochen eine weitere spielbare Demo raus mit mehr Content und mehr Content. Ziemlich krass, ziemlich radikal dieses Vorgehen. Sehr, 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 sehr untypisch. Viele sagen, vernichten, das kann nicht klappen, weil man den Leuten erstmal, also maximal eine Alpha, wenn überhaupt, wenn nicht besser, eine Beta erst geben sollte, die richtig spielbar ist, wo Content zu sehen ist, weil es ansonsten das Spiel kaputt macht, weil es zerrissen wird, weil es ja noch nicht zu früh ist einfach. Die Entwickler sagen, ist uns egal. Ist uns egal, was andere Leute sagen, ist egal, was die Hater sagen, was die Presse sagt. Wir hören jetzt nur noch auf unsere 10.000 Founder und mit denen tauschen wir uns aus und entwickeln das Spiel so, dass es in die Richtung geht. Und warum reden wir darüber? Weil es sich hier um einen Extraction Shooter handelt, und zwar nennen sie das Ganze VES, ein Vertical Extraction Shooter. Ich habe ein ausführliches Video dazu gemacht. Ich blende es euch hier gerne ein, könnt ihr gerne draufklicken. Es geht ungefähr 19 Minuten. Also da fasse ich zusammen, was bei dieser ersten Versammlung passiert ist, wie der Release war, was Dr. Disrespect gemacht und gesagt hat da und natürlich Bilder aus dem Gameplay. Also schaut es euch gerne an. Sehr, 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 sehr spannend. Sie sagen, mit dem VES-System fahren sie komplett in ein neues Gebiet. Neuland, sowas gibt es noch nicht. VES Vertical bedeutet, dass sie in ein Hochhaus gehen werden. Oder dass wir in ein Hochhaus gehen werden zukünftig. Deswegen auch diese Drehung hier von diesem Logo Dead Drop. Das Ganze ist ein Hochhaus. Man wird entweder oben reingehen und unten rausgehen müssen oder umgekehrt. Und das Ziel ist dann eben, dieses Hochhaus zu durchqueren. Die Ebenen werden sehr, sehr groß sein. Also wir werden ganz normal spielen sozusagen in einer Ebene. Zweidimensional sozusagen. Aber das Ganze ist halt insgesamt in die Höhe ausgerichtet. Also es gibt Ebenen über und unter einem, sodass man immer wieder sozusagen vertikale Konfrontationen hat oder auch vertikal denken muss. Also es ist ein bisschen komplexer vielleicht. Trotzdem soll es ja die Einfachheit haben, die sich Dr. Disrespect immer gewünscht hat. Es soll definitiv weniger komplex werden als Tarkov. Das war ja immer sein Wunsch, immer das, was ihn persönlich genervt hat. Diese zu viel Komplexität. Gleichzeitig soll aber auch Kompetitivität reinkommen. Also ich kann mir noch nicht ganz vorstellen, wie sie das umsetzen. Sie wissen es wahrscheinlich selber noch nicht. Sie werden alles besprechen. Ich bin sehr gespannt auf die nächsten Monate, was wir da zu hören kriegen. Ich werde euch da auf dem Laufenden halten. Alle 6 Wochen auf jeden Fall ein Update raushauen zu Dead Drop. Da mache ich aber jeweils ein eigenes Video dazu. Jetzt werde ich geblendet, und zwar Call of Duty. Und zwar geht es los. Die Daten sind rausgehauen worden. Wir haben Early Access für die PlayStation 16. 17. September. Open Beta für die PlayStation 18. 9, bis 29. September. Dann der Early Access auf allen Plattformen 22. bis 23. Also da muss man sagen, das ist Early Access für PC. Und alle PlayStation-Spieler können hier spielen. 22. bis 23. Und schließlich alle können spielen am 24. September ab 19 Uhr. Für 2 Tage könnt ihr dann Modern Warfare 2 testen. Warum reden wir darüber? Was hat es mit Extraction Shooter zu tun? Und zwar wurde der sogenannte DMZ-Modus geleakt. Der DMZ-Modus ist sozusagen ein Extraction-Shooter-Spiel, ein Klon von Escape from Tarkov. Jetzt ist es natürlich so, wir reden hier von Call of Duty und Tarkov-Klon, das hört sich nicht so richtig an. Wir hatten so einen Versuch bereits bei Battlefield 2042, die Hazard Zone, und das ist richtig schief gegangen, oh mein Gott. Aber ja, da denkt man natürlich, ja, wie soll Call of Duty, was ja noch casualer ist als Battlefield, wie sollen die das besser hinkriegen? Tatsächlich ist es aber so, dass sie sehr, sehr viel Ressourcen investieren in diesen Modus. Es ist überraschend, wie viele Entwickler in diesem Modus drin sind, wie viel Zeit investiert wird, wie viel Geld investiert wird. Es werden andere Projekte verschoben, wo man sich gewundert hat, warum wird das jetzt um ein Jahr verschoben, warum hier eine Verschiebung, was passt, es gibt keinen Grund. Möglicherweise ist das hier der Grund, der DMZ-Modus, weil sie einfach die Ressourcen brauchen momentan. Es scheint sehr, 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 sehr viel an Ressourcen in diesen Modus zu gehen. Und möglicherweise wollen sie den Fehler, den Battlefield gemacht hat, wieder gut machen und einen Extraction-Shooter raushauen, im Tarkov-Stil tatsächlich, der viel, viel, viel casualer-artiger ist und viel, viel leichter zugänglich sein soll und gleichzeitig aber diesen Thrill haben soll. Und zwar soll man wirklich Ausgänge bekommen, natürlich, die man nehmen kann. Man verliert alle seinen Loot, wenn man stirbt. Man soll aber auch unterwegs looten können und den Loot mitnehmen können und dies nutzen können für Aufbau von gewissen Dingen, was auch immer damit gemeint ist. Und ja, die Konfiguration von Waffensystemen und so weiter und so fort. Das alles hört sich erstmal so an wie Bruchstücke aus Tarkov, die rausgenommen werden und genutzt werden für diesen Modus.
Tatsache ist, wir wissen noch super wenig über den DMC-Modus. Es ist ein Datum geleakt worden, und zwar der 15. September. An diesem Tag findet eine Pressekonferenz statt oder ein Event statt. 15. September, tragt euch diesen Termin in den Kalender ein. Ich werde mir das reinziehen, dieses Event. Und da wird erstmalig richtig viel erzählt über alle Modi, die rauskommen zu Modern Warfare 2. Und wir hoffen halt sehr, sehr viel über die DMZ, über den DMZ-Modus zu erfahren. Das ist auch das, was die Leute am meisten interessiert, weil das tatsächlich ein Schwerpunkt werden soll im Spiel. Zwischendurch hieß es sogar, dass der DMZ-Modus ein eigenständiges Spiel werden soll in dem Call of Duty-Universum. Ein eigenständiges Spiel, also so weit ging man sogar schon. Mittlerweile ist bestätigt worden, es ist kein eigenständiges Spiel, es ist auch nicht Free-to-Play, sondern es kostet. Und für mich ist es so, wenn am 15. September dieses Event mir zeigt, dass es wirklich ein ernstzunehmender Extraction-Shooter sein könnte. Ernstzunehmend heißt, wenn es nur die Hälfte hat, nur die Hälfte von The Cycle Frontier, nur die Hälfte, dann ist es für mich schon ernstzunehmend. Weil The Cycle Frontier hat das Problem der Extraction-Shooter-Sache perfekt gelöst. Also richtig, richtig gut. Wir werden sehen, wie sie weitermachen werden. Deswegen, wenn Call of Duty auch nur ein Drittel davon hat, würde mir schon reichen. Dann bin ich dabei, dann werde ich mir das Spiel holen und werde mir das Ganze persönlich angucken. Da freue ich mich schon richtig drauf. Wenn es aber nur ansatzweise nach Hazard-Modus aussieht, wenn das nur ein Abklatsch ist, dann bin ich der Meinung, man darf das gar nicht Extraction-Modus nennen. Dann ist es einfach nur ein weiterer Call of Duty-Modus, genau wie der Hazard-Modus, der einen Extraction-Modus hat. Also man hat da einen Ausgang, aber das war es dann auch schon. Ich bin sehr gespannt. Angeblich steckt mehr dahinter. Ganz ehrlich, ich bin sehr, sehr skeptisch. Umso größer ist hoffentlich die Freude, wenn ich mich komplett irre und da wirklich was Großes draus wird. Die Gerüchte sagen, es wird was Großes draus. Aber ich glaube erst am 15. September dran, wenn ich wirklich sehe, dass da wirklich viel hintersteckt. Bin mega gespannt. Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden, was da passiert. Bis dahin, Leute, bleibt gesund, bleibt sauber, macht keinen Quatsch. Ich sage Tschüss an dieser Stelle und verabschiede mich und wünsche euch viel Spaß mit den Extraction-Shootern, mit dem Turnier an Tarkov und mit den News aus Cycle. Bis dahin, hasta luego, hasta la vista. Ciao, 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 macht's gut.